Rapper-Mittwoch Battlemania Halbfinale. Drei Runden, erste mit Beat. Dreimal acht Takte Freestyle-Schlagabtausch. Zweite mit Beat, zeig deine Lyrics. Bei Unentschieden, dritte, jeder einmal eine Minute Schlagabtausch a cappella. So, kommen wir mal zu dir. Eine links, eine rechts. Sehr gut, machst du bitte auf. Ugh, scheiße. Ladies and Gentlemen, begrüßt Sie mit einem herzlichen Applaus im Halbfinale. MC Goyner gegen Tysos! Tysos, MC Goyner. MC Goyner, du wurdest als erster gezogen, Faust oder Ficker? Ins Mic sagen. Mit Faust? Ja. Rapper-Mittwoch Battlemania, Halbfinale. Er soll anfangen, gell? Hab ich richtig verstanden. Acht Takte Freestyle, Schlagabtausch. Hände in die Luft, München. Hallo, hallo, hört ihr mich? Okay. Sehr schön. Let's go. Ey, und Tytos, guck mal, wie ich in deine Rosette schmuck. Erst nur hier, weil er nachher die Toiletten putzt. Was ist los? Mein TP für Arme. Guck mal, wie ich dich schlage, du kleiner Sklave. Ey, was? Ey, das ist mega genial. Ich nehm den Hosen auseinander wie ein Ikea-Regal. So sieht es aus, ich hab es drauf. Und ich ficke dich schon mit meinem Bauch. Hey. Ja, ja, und du bist krass wie Baus. Ja, sei froh, dank mir ist deine Toilette dann sauber. Und du gehst dann auf das Behinderten-WC. Mann, ich muss kotzen, wenn ich Rapper so wie dich sehe. Ey, yo, pass auf, jetzt kriegst du von mir ein paar Bars. Mann, du hast 360 Grad einen Arsch. Was ist das für eine Körperform? Mann, ich fass das nicht. Ey, Goyner, Mann, du bist eine klasse Bitch. Hey. Junge, was ist los? Ich komm in den Beat rein. Ich ficke seine Mutter mit meinem Elefanten-Schienbein. So sieht's aus, ich hab es drauf. Geh mal weg, du fleischgewordener Lauch. Junge, was für Rapper Mittwoch? Du bist ne Bitchbock. Ich ficke deine Mutter und du kriegst nur einen Shitstorm. Was ist los? Du hast keine Chance, du Pimmelberger. Fick dich lieber. Tent! Ja, ja, Punchlines, aber nur so ein Geplänkel. Mann, dein Schienbein ist so dick wie dein Oberschenkel. Was ist das denn bitte? Ich versteh das nicht. Ey, ja, pass auf, dass ich im Finale dann Fesers krieg. Ist wohl klar, pass auf und komm mal wieder runter. Mann, der macht sich Stulle auf seine Butter. So spielt er sich sein Essen grad. Mann, Battle gegen mich, du hast mies verkackt. Tent! Geschriebene Lines, du bist ne Kurva. Junge, ich fick dich wie echt ein Kutscher. Was ist los? Und ich habe diesen Lauch gebankt. Junge, was ist los? Jetzt kriegst du Hausarrest von deinem Vater. Junge, geh mal zu Versager. Nachher massiert deine Mutter mir mein After. Was ist los? Ich habe diese Lines, Junge. Und geh mal verpiss dich, Schwein. Ja, geschrieben ist ja klar, Mann. An dein After kommt doch keine Frau ran. Hey, sei doch mal ehrlich, Bro. Ey, Mann, ich fick den Typ sowieso. Mann, warum hast du so ne miese Plause? Während mein seiner Essenspause macht er eine Essenspause. Mann, so kommt das zustande. Ey, ich hau dir gleich mal 12 Eier in die Pfanne. Aus, MCs, gebt euch Respekt. Schöne erste Runde. Die könnt ihr hier bewerten. Zeigt mir eure Hände für den MC auf meiner linken Seite hier in dieser ersten Runde für Tysos. Zeigt mir eure Hände für MC auf meiner anderen Seite für MC Goyner. Gremium hat da keinen Einwand. 1-0 für Tysos. Kommen wir zur zweiten Runde. Text. Tysos zeigt seine Bars als erstes. Hört genau zu, es geht jetzt um geschriebene Lines, um die Lyrics. Und das wird danach bewertet. Jo, Hände, 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 Hände. Okay, okay. Rap, wo das stirbt, ist mehr als nur ein Motto. Wo das herkommt, gibt es Hoffnung, verpackt in Texten. Ich fing an zu rappen, wollte den Standard testen. Mit dem Drang am Anfang alles anzufechten. Suchte Angriffsflächen, dann wurde ich der mit dem Cap. Meine Verse waren frech, doch von Herzen und echt. Keiner dachte damals, dass mehr in mir steckt. Hab keine Berge versetzt, doch würde sterben für Rap. Das war der Stand. Rappte tagelang total gebannt und voller Tat entdrang. Ich hab damals erkannt, lass mich ran. Und ich fighte bis zum Tod. Es gibt keine Diskussion, Rap ist die einzige Option. Ein kleiner Philosoph, der die Texte schrieb. Wenn ich nicht mehr rappe, dann heißt es Rest in Peace. Also Rap oder Rap, wir jagen unsere Träume. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann rappen wir noch heute. Sehr schöne Lyrics von Tysos. Kommen wir nun zu den Lyrics von MC Goyner. Hört genau zu, Alter. Alle Hände bitte. Let's go, let's go.
MC-Goyner ist mein Name, Köln meine Hood, habe dort schon gelebt. Als kleiner Furz, diesen Song schrieb ich nur für Rap am Mittwoch. Dank den Jungs erkannte ich den Sinn von Hip-Hop. Mein erstes Battle war Polacke gegen Cynic. Dachte mir, wie können die sich nur gegenseitig ficken? Dachte mir, ey, das ist doch kein Rap, doch auf einmal gaben sich beide Respekt. Ich war perplex, was soll das denn jetzt? Sie nahmen sich in den Arm und lachten sich weg. Mein Start war perfekt, denn ich hab es gecheckt. Ich hab nen Virus in mir, der sich Battle Rap nennt. Die Battle Mania ist mein Bett, jeder, der reinkommt, wird gebankt. Ja, du findest, ich hab einen fetten Arsch, aber Bruder, es geht hier um Bars. Und danke, so, machen wir einfach diese beiden MCs hier in ihren Lyrics. Kommt an meine Seite, die Crowd wird nun ihre Entscheidung dazu abgeben. Momentan steht es 1-0 für Tysos. Ihr könnt jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Let's go. Zeigt mir eure Hände für den MC auf meiner linken Seite, der angefangen hat mit seinen Lyrics für Tysos. Ja. Zeigt mir eure Hände für MC auf meiner rechten Seite für MC Goyner. Ganz klar, mehr Hände für Tysos. Gremium sieht es genauso. 2-0 für Tysos. Herzlich willkommen im Finale. Aber Alter, macht mal nochmal Lärm für Goyner, Mann. Immer wieder herzukommen ist Überwindung. Macht mal Lärm. So, Ladies and Gentlemen, wir kommen jetzt zum Halbfinale der Battlemania. Wir haben ja zu meiner linken Tysos und zu meiner linkeren MC Goyner. Die Freestyle-Runde war relativ eindeutig, ne? Muss man sagen. Hast du in deinem Leben schon mal so viele fetten Witze um die Ohren geballert bekommen? Gegen Shaolin waren es auch sehr viele schon, aber hat er gut gemacht, so viel. Hat er wirklich gut gemacht, ne? Wenn du ein oder zwei Lines hast, dann kannst du vielleicht noch kommen, aber das war ja bam, bam, bam. Was soll ich da machen? Schienbein, was alles. Es waren zu viele. Einzige Option wäre wirklich abnehmen, aber dann würden wir dich auch nicht mehr sehen. Tysos, hast du dir die vorher so zurechtgelegt, die ganzen Lines? Nicht alle, definitiv. Also ich habe, als ich gesehen habe, Goyner oder als es hieß Goyner und Johnny halt geredet hat, habe ich halt die ganze Zeit überlegt, okay, wie kannst du Goyner kriegen? Entweder mit Lispel oder... Wie wohl? Ja, Lispel oder dicken Lines und Lispel fiel mir halt wenig ein. Also habe ich halt bemüht mich dicken Lines. Dann hat er halt noch so ein paar Sachen gebracht mit irgendwie was mit Arsch. Und dachte ich mir so, Alter, dein Ernst, an den Arschloch kommt keiner ran. Dachte ich, ey, das ist ein Konter. Ja. Und dann, ja, dann lief es ganz gut. Warum Konter? Da warst du auch irgendwie im Modus. Ja, da warst du auch irgendwie im Modus. Da war die Textrunde, ne? Du hast dann wie immer dein Dingsmuster so dieses, keine Ahnung, so Mighty P-Style, Rap-technisches Ding da irgendwie gemacht. Und MC Goyner, da dachte ich so, ne, weil ich kenne das von mir selber, wenn man nicht rappen kann, dann guckt man, dass in der Textrunde irgendwie ein paar Punchlines kommen. Aber die waren irgendwie, hast du die dabei gehabt oder hat man die so nicht verstanden? Oder ich habe so einen Text gerappt, wie ich zu Battle Rap gekommen bin, so. Ja. So kurz. Und weil ich habe gedacht, ein Polacke ist da, du bist da, so, und es passt dann irgendwie so, weißt du wie? Ja, hätte auf dem Beat hat aber nicht richtig so gepasst. Dann bin ich so kurz vor Ende so rausgekommen. Da habe ich dann die letzten zwei Bars weggelassen, so mittendrin. Ja. War quasi wie eine Aufgabe. So. Mein Ziel, ich halt so seit zwei Rapper Mittwoch, dass ich in Halbfinale komme, das habe ich jetzt geschafft. Ja. So. Und ich bin zufrieden so. Ich fand auch das Battle gegen ihn, das Freestyle-Battle so. Also ich fand so, es gab, also es war mein bestes Freestyle-Battle bei Ram auf jeden Fall. Ich habe dann ja auch so Mighty P-Sachen, Toilettenputz und so welche Sachen. Ja, das weiß ich im Schluss nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall, ich fand, das war mein bestes Freestyle-Battle so. Und ich merke das ja auch so. Es war nicht groß, aber ein bisschen tue ich mich immer verbessern. Ich übe auch mit Triple immer zu Hause Freestyle und so. Ja, wir battlen uns dann und so, ja. Okay, das ist auf jeden Fall eine geile Ansatz, so eine geile Motivation. Und genauso sollten die anderen MCs das auch machen. Nicht hier hinkommen, Druff wie Scheiße und irgendwie sich in der Cypher blamieren, sondern zu Hause Mühe geben, nüchtern hier hinkommen und einfach immer versuchen, an sich zu arbeiten, Alter. Und irgendwann könnt ihr vielleicht auch mal ein Tysos werden. So, es ist eigentlich ziemlich klar, es ist eh nur noch zwei Dinger da, aber das, was du als erstes öffnest, der darf die Münze entscheiden und das kann alles entscheiden. Eine links, eine rechts. Eine links, eine rechts. Genau. Und aufmachen. Und was du als erstes öffnest, ist... Ladies and Gentlemen, bitte mach mal wirklich Münchner Wiesenapplaus. Fesas gegen Snake 45! Du wurdest als erster gezogen, Faust oder Ficker? Ficker. Ficker. Snake 45 soll anfangen. 8 Takte Freestyle-Schlagabtausch. 3 Runden wird's geben. Hände in die Luft, München. Let's go.
Halt deine Fresse, deine Bitch nennt mich Beste. Sogar er sagt nach dem Battle krasse Texte. Ich bin der Letzte, der deine Freundin gefickt hat. Halt die Fresse, ich ficke deine Bitch, Mann. Deine Sippschaft, es macht Klick-Klack. Weißt du was, was ich jage? Ich jage Big Bucks. Ich mach Freestyle nebenbei. Du machst nur Rederei, voll besoffen. Und ich mach mit deinem Vater Schlägerei. Ja, und du weißt auch, dass ich niedermach. So wie du aussiehst, seh ich aus, wenn ich Fieber hab. Oh shit, ja, du hast falsche Gene. Übernehm jetzt Handtaschen-Rapper die Szene. Oh shit, Mann, was für geile Reime. Du hast nicht O oder X, du hast Haarbeine. Oh shit, Mann, du bist auch ein Packer. Beim Laufen schleifen deine Beine aneinander. Change! Besser Haarbeine als rasiert. Du bist eine kleine Fotze, hast du's nicht kapiert? Okay, locker, lass mal chillen. Bist du Moneyboy und das Grills? Du bist ziemlich krass und dein Vater, er ist nur ein kleiner Spaß. Du kannst blasen, deine Ma packt mein Schwanz und nach dem Ficken gibt dein Daddy Hand. Change! Ja, Dicker, war ja derbe krass. Passiert auf kapiert, Mann, du bist ein Spaß, Alter. Checkste, Dicker, innovative Reime. Komm ans Mike und ich binde dich jetzt gleich an die Leine. Ah, shit, ja, Dicker, ich bin Fesas. Reim mir deine Perle und ich reiß mir nach Vegas. Check das, baller dann die Perle einfach tot. Dann fliegt nicht nur die Kugel im Casino auf Rot, Motherfucker. Guck, ich mache deine Freundin glücklich. Ich fick sie auf dem Rücksitz. Sie will etwas sagen, ich sag bück dich. Bitch, ich bin anders als du. Ich steig in den Benz und du steigst in den Zug. Ja, die Juice will mein Gesicht. Ich lieg vor dem Scheißgericht. Wer dabei ist, deine kleine Bitch. Ich bin so wie du, denn ich gebe keine Fick. Du scheiß Jungfrau, guck lieber nicht. Ich werd wie MC Goiner, ich werde zum Essenstester. Ich brauch Chrom, deine Uhr, da ist ein wacker Rapper. Oh shit, ja, nice Line an Magda. Yo, jetzt geht es ab und ich schicke dich jetzt gleich nach Bagdad. Oh, check das aus, Fesas geile Reime. Kommt da zwei, kein Problem, Mann. Es muss einfach so sein. Oh shit, ja, Mann, was für eine Frage. Fesas heute das erste Mal straight im Finale. Aus, MCs, gebt euch Respekt. Da war sehr viel Energie, München. Gebt denen auf jeden Fall euren Respekt. So. Ihr könnt das jetzt wieder entscheiden. Das Gremium zieht sich kurz zur Beratung zurück. Er hat angefangen, richtig. Zeig mal rein, wenn es hier an meiner linken Seite, der hier vorgelegt hat, für Snake 45. So, jetzt habe ich gerade gesehen. Zeig mal rein, wenn es hier danach gelegt hat, für Fesas. Oh. Seht, Gremium genauso. 1-0 für Fesas. Kommen wir zur zweiten Runde. Text. Wer hat eben angefangen? Du sollst weitermachen. Sehr gut, hören wir deinen Lyrics zu. Hört genau zu, es geht um die Texte, dies, das, jenes. Erstmal wieder abchecken. Yo. Yo. Gib mal ein bisschen Hände. Es ist wieder mal so weit, ich steppe ans Mike und du weißt Bescheid. Vor meine Gedanken in Lines und du nennst es Dreistigkeit. Von Fleiß kommt Schweiß, haten wäre eine Möglichkeit. Denkt ihr könnt mich fronten, obwohl ihr schon abgeschrieben seid. Weißes Blatt, 17 Jahre und sympathisch. Und Leute meinen Fesas, wer? Ach der, ja, den mag ich. Ja Mann, Grüße gehen jetzt raus an die Jungs. Immer wenn ich viel, helfen sie mir wieder zur Vernunft. Ich werd bluten für die Kunst, andere meinen es wär dumm. Nur das eine Ziel vor Augen, treue Rap von einem Jungen. Kaltes Wasser gesprungen und der Schritt ist gelungen. Dein Leben treibt dich in die Ecke, aber mein läuft ewig rund, Arsch, shit. Ich komm wieder, schreibe Lieder, nicht mehr Meister, sondern Sieger. Früher Fußballspieler, Rapper bin ich lieber. Hab jetzt Geld für die Sneaker, letztes Jahr abgeliefert. Also erweist mir jetzt bitte den Respekt, den ich verdient hab. Schöne Lyrics! Schöne Lyrics von Fesas. Kommen wir nun zu den Lyrics von Snake45. Hört genau zu. Ihr könnt das dann bewerten. Let's go! Ey, ey. Wo sind eure Hände, München? Was geht ab hier, Alter? Was ist los hier? Verdammte Scheiße, ich will dich. Guck mich an, ich setze mit meinem Part Grenzen. Sag mal deine Freundin, sie soll mir jetzt nachschenken. Keine Zeit, deshalb kann ich nicht nachdenken. Halt die Fresse, Snack 45 an allen Wänden. Ich bin in der Lage, Rap-Karrieren zu beenden. Sky ist mit Nein, ich kenn keine Grenzen. Baby, ich fahr durch den Block. Was du zu tun hast, ich würd sagen Blowjob. Was ist jetzt los? Baby, auf mich stehen die Hoes. Alle feiern mich und meine scheiß Flow. Motherfucker, wir sind keine Freunde, keine Bros. Ich fick dich und deine Bitch, ich geb sicher keine Fick. Und alles, was ich mache, mach ich nur für meine Klick. Ja, die Bitches sind verliebt, ich häng immer mit dem Team. Wieso machen du und deine Jungs ein auf G's? Für dich heißt es Rest in Peace, wenn ich anfang.
Das war sein Ende und Anfang. Ich ficke alle, die du kennst, und mache alles, was ich mache, nur für einen Ben. Sehr schöne Lyrics von Snake45. MCs, kommt an meine Seite, damit wir das hier bewerten können. So, können wir ein bisschen uns weiter nach vorne stellen. So, zeigt mir auch einen für MC, der hier angefangen hat, hier mit seinen Lyrics für Fizzas. Zeig mir einer, was sie da nachgelegt hat, hier auf meiner linken Seite für Snake45. Oh. Ich sehe mehr Hände für Fesas, aber durch die Homeboys von Snake45 mehr Lautstärke. Habt ihr das genauso gesehen oder seht ihr das anders? Habt ihr auch gesehen für Fesas? Habt ihr alle so gesehen? Tja, dann ist es klar, 2-0 für Fesas. Herzlich willkommen im Finale! So, herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale der Battlemania. Wir haben hier zu meiner linken Fesas und zu meiner noch linkeren haben wir Snake45, genau. Es war ein relativ safes 2-0 so. Fesas kam im Freestyle mit ein paar bösen Lines über die Beine, wo ich mich über einen Konter gewundert habe. Den muss ich kurz ansprechen. Da hat er gesagt, du hast keine X, keine O-Beine, du hast H-Beine. Woraufhin du meintest, die sind aber rasiert, auf H bezogen. Wie zum Teufel. Na, ich meinte, eigentlich meinte ich, dass seine rasiert sind, aber vielleicht habe ich mich ein bisschen versprochen. Aber kam das im Freestyle, wie war das für dich? War das so, dachte der, der hat ja schon Hype aus der Vorrunde auch ein bisschen gehabt und seine Stimme matcht ja wirklich nicht sein Aussehen, ne? Aber es hört sich bedrohlich an so und dachte dir so, okay, den fick ich, den kleinen Bastard, oder dachte mir so, die Stimme macht mir Angst, was von beiden? Nee, also ich wusste auf jeden Fall schon, dass ich da einen Gegner vor mir habe und ja, aber ich hatte jetzt keine Angst, aber ich dachte jetzt auch nicht so, ich fick ihn. Also ich wusste, gut dagegen. Ist ja auch ein ganz klarer, solider Freestyler, so kann man nichts gegen sagen. Du kommst ja auch aus der Schule des Chrome auch, ne? Darf man auch nicht vergessen. Das ist natürlich der Sensei für uns alle. Da war die Textrunde noch und da hast du einen soliden Text gespittet. Ich kann mich jetzt an keine textlichen Highlights erinnern, aber war alles sauber durchgerappt so, ne? Sofern ich das überhaupt beurteilen kann. Sorry nochmal. Und bei dir war es dann halt so ein bisschen soundtechnisch so ein bisschen unsauber, aber hast du denn, wo du gedacht hast, okay, ich kann vielleicht ins Halbfinale kommen, dachtest du dir so, okay, ich bringe so einen Text, den ich normalerweise rappe, oder ich hau ein paar Punchlines rein für die Reaktion? Nee, also ich dachte mir, ich habe halt einen Text noch auf die Schnelle hierher geschrieben, ich dachte mir, den bringe ich noch auf die Schnelle. War das komplett Text oder hast du ein bisschen gefreestylt? Sehr ehrlich, Alter. Ja, da waren schon ein, zwei Freestyler dabei. Aber nice verkappt, Alter. An der Stelle gehen wir raus und Grüße an Gier nochmal. Und ich will nochmal sagen, ja bitte? Ich wollte mich bei dir mal bedanken, dass du der Erste bist, der meinen Namen richtig ausspricht, weil Gio, Ben und so sagen immer Fesas. Was heißt Fesas? Also ja, aber ich bin ja nicht behindert, alles gut. Ja. An der Stelle nochmal Grüße an Gio auch und für die Textrunde. Und in 3 Wochen, ne, am 7.6. findet in Berlin ein überschaubares Battle statt, wo ihr eventuell Tickets kaufen könntet. Es könnte sich lohnen, mehr weiß ich aber auch nicht.